Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor die Episode losgeht, möchte ich noch ein paar Infos loswerden, wie du es schon kennst. Und wir werden heute mit den Danksagungen beginnen. Ich habe zwei Spenden erhalten, und zwar der Thorsten und der Joshua haben gespendet. Thorsten, herzlichen Dank für 7,77 Euro. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und Joshua, herzlichsten Dank für 10 Euro. Damit unterstützt ihr das Projekt wirklich sehr. Wirklich, wirklich von ganzem Herzen vielen, vielen lieben Dank. Was ist sonst bei mir los? Die Suchttherapie endet im April. Ich habe das letzte Gruppengespräch am 8.4. und kümmere mich gerade nebenher so ein bisschen darum, eine weitergehende Therapieform zu machen. Ich habe das ja auch im Podcast schon das ein oder andere Mal angekündigt. Ich werde weiter Therapie machen, und zwar wird das wahrscheinlich eine systemische Therapie oder tiefenpsychologische Therapie. Hab auch schon die Überweisung von meinem Arzt bekommen. Da geht's auf jeden Fall weiter. Ich halte euch dort auf dem Laufenden, denn ich finde das total wichtig, dass ich mich selber verstehe und mich selber mehr kennenlerne und verstehe, warum ich so ticke, wie ich ticke. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin zurzeit ein bisschen platt, weil Neugründung, dann der Podcast bei den Guttemplern, der wirklich Spaß macht und das ist ein richtig cooles Projekt. Dann den Online-Shop nebenbei aufzubauen, das ist tatsächlich alles sehr, sehr viel. Von daher, ich bin auf der Suche nach Unterstützung. Wenn einer von euch sich mit Sucht und Ordnung so krass identifizieren kann und sagt, Alter, das ist genau das, was ich mache, und sich noch ein bisschen auskennt mit Shopify zum Beispiel, dann schreibt mich doch gerne an info@suchtundordnung.com und wir quatschen einfach mal drüber. Also ich werde wahrscheinlich für die Zukunft generell an einigen Stellschrauben Unterstützung suchen, weil ich gemerkt habe, das ist alles viel. Ich habe euch letztens schon irgendwie erzählt, ich bin so bei 70 Wochenstunden aktuell, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und für jemanden mit meinem Hintergrund und meiner Problematik ist das, also ich kann das nicht weitermachen. So geht das nicht. Deshalb, ich will das aber weitermachen, also brauche ich Lösungen. Und eine dieser Lösungen ist zum Beispiel, sich Unterstützung zu suchen. Man muss nicht alles alleine können. Und wer alles kann, kann nichts richtig. Ne? Also, genau, also schreib mich gerne an, wenn du da Bock drauf hast. Oder wenn du sagst, Alter, ich habe hier was, womit ich dich unterstützen möchte. Danach hast du aber gar nicht gefragt, Roman. Dann schreib mir trotzdem mal. Vielleicht traue ich mich auch einfach gerade nur noch nicht zu fragen, weil ich denke, dass das unverschämt ist vielleicht. An der Stelle nochmal einen fetten, fetten Dank an Dr. Ogen, der ja auch der Moderator ist beim Junkie Quiz, Junkies aus dem Web. Dr. Ogen hat mir angeboten, die Texte auf der Webseite redaktionell zu überarbeiten. Herzlichsten Dank dafür, Dicker. Okidoki. Alter, mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel ein. Ich habe ein, zwei Teaser, die ich dir schon mal geben will. Der Simon von Open Mind, von dem YouTube-Kanal Open Mind, wird demnächst bei uns zu Gast sein. Episode ist schon aufgenommen. Als ganz besonderes Schmankerl, Professor Heino Stöver hat zugesagt für eine gemeinsame Episode. Da werden wir über die E-Zigarette als Harm Reduction und als Safer Use Mittel sprechen und wie diese E-Zigarette und das Dampfen generell dabei helfen kann, das Rauchen zu reduzieren.
und somit einfach mehr Leben retten kann. Aber das ist nicht Thema der heutigen Episode. Jetzt ist erstmal der liebe Finn zu Gast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. 5, 4, 3, 2, 1, go! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht's wieder in einem Drug Talk zur Sache. Und zwar ist der liebe Finn zu Gast. Finn hat eine ganz besondere Geschichte. Er macht Mucke und hat eine Abhängigkeit bekämpft mit einer Substanz. Das klingt erstmal ein bisschen strange, aber darüber wird er uns bestimmt ein bisschen mehr drüber erzählen. Hi Finn, schön, dass du da bist. Hi Roman. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Und ja, wir reden heute ein bisschen über meine Abhängigkeit. Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre, tatsächlich auch erst seit 12 Tagen mittlerweile. Okay, jetzt gut, dann macht das Ganze Sinn. Aber du hast gute Gene, siehst deutlich jünger aus, du wirst dich irgendwann mal sehr darüber freuen. Danke, dann kannst du nicht gleich so einsteigen. Wo soll ich hin mit diesen Komplimenten? Alles einfach annehmen, einfach annehmen. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Lass uns doch gerne mal quatschen. Du bist ja auch Berliner, ne? Wie bist du aufgewachsen hier in der Stadt? Ich bin vor 13 Jahren hergezogen. Also ich wohne jetzt genau die Hälfte meines Lebens quasi, wohne ich jetzt in Berlin und komme eigentlich aus dem Speckgürtel von Köln, aus einer kleinen Stadt namens Pulheim. Da herrschen etwas andere Verhältnisse, da sind die Leute alle, ja, sage ich mal, ein kleines bisschen spießiger unterwegs, ne? Ein ganz kleines, unwesentliches bisschen. Und ja, ich bin eigentlich, würde ich sagen, sehr behütet aufgewachsen. Ich habe zwei Geschwister und komme aus einem wohlbehüteten, bürgerlichen Akademikerhaushalt, um es mal so zu sagen. Und ja, ich würde sagen, meine Probleme haben eigentlich da begonnen, als ich nach Berlin gezogen bin, weil, also jetzt kann man denken, ja, okay, ist ja klar, ne, Berlin, hier nimmt ja jeder Drogen und so, aber wir wissen, dass das auch nur eine Bubble ist eigentlich, also nicht jeder in Berlin nimmt Drogen, das ist immer so ein Vorurteil, aber bei mir war das eher so, meine Eltern haben mich damals gefragt, wie ist das denn? Wie würdest du das denn finden, nach Berlin zu ziehen? Also sie haben uns alle drei gefragt und es war so, meine Geschwister, die waren in Tränen aufgelöst, haben total geheult und so und mich hat das komplett kalt gelassen. Mich hat das gar nicht interessiert. Ich habe da so ein bisschen so den Coolen gespielt und eigentlich war ich aber gar nicht cool damit, weil ich hatte richtig gute Freunde damals in Pulheim. Ich hatte also zwei beste Freunde, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und ich wurde da quasi so komplett rausgerissen aus dieser Freundschaft und kam dann hier eben auf eine Schule, gut, Steglitz-Zehlendorf, das hört sich jetzt erstmal nicht so bedrohlich an, wenn man ehrlich ist. Hört sich nicht so an, aber erzähl mal weiter. Also ich habe gemerkt, es ist anders als in Pulheim. Also ich bin auf die Schule gekommen das erste Mal und habe sofort einen Spruch kassiert wegen den Schuhen, die ich getragen habe. Gut, okay, man muss auch sagen, es waren Chucks mit einem Anarchie und einem drauf. Ja, da ist klar, dass du einen Spruch kassierst. du scheiß Hippie oder was sie damals da gesagt haben. Und ja, also ich würde nicht mal unbedingt... Also ja doch, ich hatte am Anfang tatsächlich Probleme, erstmal Anschluss zu finden. Und ich weiß noch, wie meine Mutter immer gesagt hat, ja Finn, wann hast du denn endlich Freunde oder so nach dem Motto. Oh Gott, was sagt die Mutter, reiß dich mal zusammen. Ja, oder genau, was? Und ich meinte so, ja, pass auf, Mama, das wird wie folgt ablaufen. Ich werde irgendwann ein Schulprojekt haben mit jemandem und dann werde ich den nach Hause bringen und dann wird das mein Freund. Und genauso ist es auch abgelaufen. Aber also, kurz zusammengefasst, ich war sehr klein damals. Also ich bin ab einem bestimmten Alter nicht mehr so besonders viel gewachsen. Ich bin jetzt 1,90 groß, also da sieht man nicht mehr so viel von. Ich war mit 16 halt unter 1,60 groß und da habe ich sehr drunter gelitten. Also ich habe teilweise auch wirklich ein bisschen Mobbing schon fast erfahren und ich habe so Identitätsprobleme gehabt. Ich habe immer wieder, so wenn neue in die Klasse kamen, habe ich mit denen sozusagen angebandelt und da waren halt auch teilweise Leute dabei, die sich jetzt, sagen wir mal, nicht so beliebt gemacht haben. So, also zum Beispiel, da war jemand dabei, der halt sehr links war und mit dem habe ich dann irgendwie auf kleiner Revoluzer gemacht, obwohl ich nie Marx gelesen habe, obwohl ich davon gar keine Ahnung hatte. So. Und
Ja, also ich habe immer versucht, irgendwie zu den Coolen zu gehören, aber gehörte nie zu den Coolen. Und ja, eigentlich, Drogen haben mich damals noch gar nicht interessiert. Das ging dann eigentlich erst so richtig los, als ich dann fast mit der Schule fertig war. Genau, also wenn du willst, können wir da weitermachen. Oder hast du eine Zwischenfrage? Ja, bitte, sicherlich, da ist einiges gekommen. Also eigentlich hast du in Anführungsstrichen nur Anschluss gesucht, weil der nicht so wirklich am Start war. Und was mich noch interessiert ist, wie sind deine Eltern auf die Idee gekommen, einfach mal so zu, hey, habt ihr nicht Bock nach Berlin zu ziehen? Wir haben keinen Bock mehr auf euch? Oder wie lief das denn? Also das war, glaube ich, so, dass meine Eltern auch einfach nicht klargekommen sind da in dem Dorf. Da, also Dorf, ja, 30.000 Einwohnerstadt, aber die Leute da waren schon ein bisschen speziell teilweise. Vor allen Dingen, wir haben dann am Ende in so einer Neubausiedlung gewohnt und das war halt wirklich, also schlimmstes Allmann-Pack, sage ich jetzt einfach mal. Okay, verstehe. Also ihr seid zusammen nach Berlin, okay, ja, Alter. Ja, genau. Also einfach so quasi so, ja, in der am Anfang meiner Pubertät einfach so einmal komplett rausgerissen und so. Und genau. Kenne ich. Dann, ja. Kenne ich gut. Okay, dann überspringen wir das Kapitel so ein bisschen und gehen dazu über, wie du zum Konsum gekommen bist. War das auf dieser Schule in Steglitz, in Zehlendorf? Also es war tatsächlich so, bei mir in der Klasse, da haben die Leute schon alle mit 14 angefangen zu kiffen. Mich hat das damals nicht interessiert. Ich hatte irgendwie sogar ein bisschen Angst davor. Irgendwann war dann auch die Mephedron-Zeit, wo Mephedron noch legal war. Und einer aus meiner Klasse, der kam dann immer weniger zur Schule. Der lebt mittlerweile auch auf der Straße. Also den hat's ganz übel erwischt. Also da war ich dann so ein bisschen abgeschreckt auf jeden Fall auch. Und ich war dann tatsächlich so, und das war auch so eine Sache, die ich mir lange Zeit sehr, sehr schön geredet habe, dass ich so jemand war, der nicht so ein Joint eines Tages hingehalten bekommen hat und gesagt hat, so, ja, hier, zieh mal und so, sondern ich habe tatsächlich mit 16 gesagt, ich will das jetzt mal probieren, kiffen. Das interessiert mich, ich will das jetzt mal probieren. Und dann habe ich das ausprobiert, weil Alkohol, das war nie so mein Ding, das habe ich nie so gut vertragen. Und ja, mit Kiffen hatte ich dann erstmal mein Kryptonit gefunden, so nach dem Motto. Also das ging dann relativ schnell, dass ich, also ich glaube mit 17 war ich dann schon mehr oder weniger beim täglichen Konsum angelangt. Und okay. am Ende von der Schule war das so, dass ich also gar nicht mehr klarkam, auch, also ich hatte Autoritätsprobleme auch mit den Lehrern. Ich habe da mit mehreren Lehrern mich angelegt, aber nicht auf so eine, sage ich mal, produktive Art, was ja auch geht, wenn man sich jetzt irgendwie so emanzipiert, sondern bei mir war es einfach purer jugendlicher Trotz. Ich habe zugemacht, ich kam mit meinen Gefühlen nicht klar, ich hatte chronische Kopfschmerzen und hab dann im Unterricht eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Also ich saß nur noch dort, hab auch nicht geschwänzt oder so, weil ich mich das auch nicht getraut habe, aber hab einfach gar nichts mehr mitbekommen und hab dann beschlossen, okay, ich lasse das jetzt sein mit der Schule. Ich weiß ja eh, was ich machen will, weil man muss auch dazu sagen, ich habe mit 13 angefangen zu programmieren und mit 16 hatte ich dann schon neben der Schule einen Job, hab 400 Euro im Monat verdient, was für einen 16-Jährigen natürlich echt gut ist. So, ja, aber ja, richtig gut. Und hab dann dementsprechend gesagt, okay, ich weiß, wo ich hin will, ich will Medieninformatik studieren, dafür brauche ich nur ein Fachabi. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich beende die Schule jetzt, weil man kann die Schule nach der 11. Klasse beenden quasi und dann noch ein halbes Jahr Praktikum machen. Also inzwischen ist es ein Jahr, damals war es noch ein halbes Jahr. Und dann kriegt man quasi das Fachabitur ausgestellt und das habe ich dann gemacht. Und zu der Zeit habe ich dann auch schon täglich gekifft und habe dann so meinen damaligen Freundeskreis kennengelernt und da ging das dann so richtig los. Also wir hatten. Ich muss mal ganz kurz reinhaken, bevor wir zu dem Freundeskreis kommen. Also erstmal finde ich es cool, dass du trotzdem das Fachabi gemacht hast, auch wenn es nicht in Anführungsstrichen nur das Fachabi war. Ist aber auch irgendwie nachvollziehbar, wenn du sagst, du hast nebenbei schon Kohle verdient und da auch nicht so den riesen Sinn dann wahrscheinlich drin gesehen hast. Du hast gerade eben Mephedron einfach so reingeschmissen oder ich denke, der ein oder andere könnte verwirrt sein. Also Mephedron ist quasi ein Badesalz, ist ein Gardinon. Korrekt, ja. Crazy. Und das war damals eben noch legal und das konnte man für 10 Euro einfach das Gramm einfach am Spätkauf kaufen oder am Headshop. Und die haben mir damals Stories erzählt, dass die da ganze Schachbretter voll mit Mephedron hatten und wochenlang wach und so. Und
war. So irgendwie so eine Zeit ist dann zum Glück irgendwann illegalisiert worden, muss man sagen. Ja, ja. Diese ganze NPS-Geschichte ist sowieso spannend. Da gibt es so viele Substanzen, wie zum Beispiel, hättest du mir das vor ein paar Monaten erzählt, Mephedron, hätte ich gefragt, was für ein Zeug? Hat in meiner Dinosaurier-Konsumform nicht mit Drogen zu tun. Okay, dann hast du deinen Freundeskreis kennengelernt und dann zu der Zeit hast du täglich Cannabis konsumiert. Und wie ging das dann weiter? Ja, genau. Also ich habe täglich Cannabis konsumiert mit meinen Leuten und es war so, wir waren sechs Dudes, die sich täglich getroffen haben. Der eine, der hatte ein Haus, weil seine Eltern haben irgendwie 60 Immobilien hier in Berlin und das war so, die haben dann einfach irgendwann gesagt, so ja, hier, wir ziehen jetzt hier aus, wir ziehen jetzt nach Belitz oder so und du kannst das Haus behalten mit deinen beiden Brüdern und dann war das quasi unser Jugendclub. Wir haben uns da, man konnte da immer hinkommen, den hat das nicht interessiert oder zumindest hat er nichts gesagt. Ich glaube, es hat ehrlich gesagt hat ihn schon gestört, aber wie das halt so ist, wenn man halt die ganze Zeit kifft, dann kann man auch nicht gut kommunizieren, so kennst du ja bestimmt auch. Und ja, so konnte man dann dort immer hinkommen und wir haben uns eigentlich täglich dort getroffen und nur abgehangen und das hat mich dann irgendwann auch genervt. Ich habe dann irgendwann versucht, ein bisschen Aktionismus in die ganze Sache reinzubringen, hatte angefangen Musik zu machen, hab damals mein Equipment dahingestellt, dann haben wir es so ein bisschen Rap-Crew-mäßig aufgezogen, haben da Mucke gemacht, haben auch Graffiti, manche von uns haben Graffiti gemalt, ich nicht, weil ich kann nicht malen. Aber wir haben auch Aktionen gemacht, wo wir dann nachts raus sind und die einen haben irgendwie sozusagen auf die Polizei so gelauscht quasi, ob die kommen und so, die anderen sind halt an die Wand gegangen und was weiß ich so, das war so damals so der Film und man hat sich voll verbunden gefühlt und so, das war so eine richtige Familie, man hatte so seinen eigenen Mikrokosmos und einen hat eigentlich nichts interessiert, außer dass man mit diesen Leuten jeden Tag sein kann und dass irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen da herrscht und so und es war eine unglaubliche Verbundenheit, auf die ich Jahre später auch noch zurückgeblickt habe. Und Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, wie viel daran eigentlich damals auch falsch war und wie verlogen das Ganze teilweise war, weil dieser Kreis eben durchzogen war von Beziehungen, die einfach nicht gesund waren und man hat sich gegenseitig halt Sachen nicht gesagt, die man sich eigentlich hätte sagen müssen. Es waren Sachen im Raum, die einfach totgeschwiegen wurden und es wurde gelästert und was weiß ich und dann kamen noch Mädchen in den Kreis mit rein und es war einfach alles mehr Schein als Sein. Und ich sag mal so, ein Jahr später oder so ging das dann los, dass ich auf die Idee kam, so, ja, dieses MDMA, das hört sich ja ganz interessant an. Also wir waren halt eigentlich alle so, ja, Chemie, nee, lass mal und so, ne? Wir sind Kiffer. Das klingt genau, also ich fühle mich gerade irgendwie so 20 Jahre in die Vergangenheit zurückgebeamt, wenn du redest. Genauso war das bei uns auch. Hip-Hop-Lifestyle, wir wollen sprühen gehen, wir wollen rappen, so, lasst uns mal mit eurer Chemie-Scheiße in Ruhe, so. Okay, spannend. Ja, genau, und es war dann so, ich hatte so verschiedene Freunde, die auch nicht aus dem Kreis waren und habe immer wieder so kleine Informationshäppchen bekommen und ich war ja Nerd, weißt du, ich war ja Programmierer so und ich dachte so, ja, wenn ich das nehme, dann informiere ich mich so, weißt du, da mache ich mich richtig schlau und so. Ich bin ja kein dummer Konsument, der süchtig wird oder so, weißt du. Und dann habe ich mich halt voll informiert und dann, das war echt ein lustiger Zufall, weil genau als ich dann beschlossen hatte, das mal auszuprobieren, genau in der Zeit kriegte ich dann plötzlich einen Anruf von einem Kollegen aus dem Kreis da und der meinte dann so, ey, wir haben gestern hier mit dem einen MDMA geballert und Speed und ey, wir haben das gezogen und wir haben das oral genommen und wir haben das geraucht und so und ich war so, hä, was, warte mal kurz, was habt ihr gemacht und wieso habt ihr das ohne mich gemacht und wieso habt ihr das geraucht, Alter, was ist denn mit euch? Achso, weil du hast dich ja zu der Zeit schon belesen, ja, und wusstest, genau. Okay, Konsumform, Rauchen ist halt irgendwie ein bisschen dumm und die waren ja, aber alle so nach dem Motto, also, erstmal ballern.
Ja, die haben sich halt mit einem getroffen, der war damals 14, ja, und der hat denen das gezeigt, quasi, wie man das macht. Und unter anderem haben die haben das in Joints eingerollt. Also hier an der Stelle Disclaimer, ja, don't try this at home. So, dagegen spricht sich der Sucht und Ordnung Podcast auf jeden Fall aus. Kein MDMA durch die Bong, weil das ist. Ich spreche mich generell dafür aus, dass man sich darüber informieren sollte, was man tut, eine Konsumkompetenz aufbauen sollte, und wenn man sich dann ganz bewusst dafür entscheidet zu konsumieren, dann und vielleicht auch volljährig ist, dann gönn dir. Ja, das finde ich eine absolut gesunde Einstellung, ja. Auf jeden Fall. Genau. MDMA durch die Bong geraucht. Ey, die haben das in Joint eingerollt, MDMA und Speed, und haben den Joint in die Bong gesteckt und dann. Also richtige. Einfach komplett eklig so. Naja, und dann haben wir uns eine Woche später getroffen, weil dieser 14-Jährige, der hat dann seinen Geburtstag gefeiert. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hoffe, er ist 15 geworden und nicht 14. Das hoffe ich wirklich. Und wir haben dann da, wir haben uns so zu 7, 8 Leuten getroffen und wir haben ohne Witz an dem Abend, also jeder fast ein Gramm MDMA genommen und waren 24 Stunden drauf. Hier auch wieder der Disclaimer, so bitte nicht. Das war kein, also ich sag mal, eine normale Dosis MDMA ist ja so, je nach Körpergewicht, zwischen, ich sag mal, 80 und 120 Milligramm. Und ich sag mal so, wenn man einmal nachlegt, ist das okay, aber alles darüber schädigt die Serotoninreserven so, man kriegt den übelsten Kater und es ist auch einfach, kann auch einfach neurotoxisch werden. Deswegen bitte MDMA immer in Maßen genießen so. Und nicht direkt 24 Stunden, so, das war ein ganz falsches Zeichen, was wir uns da selber dann damals gesetzt haben. Gut, dass du das immer mit ansprichst, finde ich sehr, sehr gut. Die Schulgin-Regel direkt mit reingebracht, sehr, sehr gut. Also, ich glaube, es sind bei Frauen und Männern ist das noch ein bisschen unterschiedlich. Alexander Schulgin hat da eine Regel, die packe ich mit in die Shownotes. Schaut euch das gerne an, wie MDMA-Konsum aussehen kann. Allerdings immer nur kann. Ne? Und du hast dir da gleich ein Gramm MDMA reingehauen. Naja, nicht at once so, aber das war halt, wir haben, also ich kann auch nicht sicher sagen, ob es ein Gramm war, aber es war auf jeden Fall so, wir hatten halt, ich glaube, 7 Gramm oder so insgesamt, haben irgendwann auch nochmal nachgeholt und wir waren halt einfach, wir haben an dem einen Tag um 16 Uhr gestartet mit der ersten Line und waren halt am darauffolgenden Tag um 17 Uhr, da war dann so langsam so, okay, jetzt ist vorbei, dann sind die ersten gegangen so. Also es war eine 24-stündige Session und das ist halt mit MDMA schon echt sportlich so. Also ich meine, wenn man 24 Stunden auf Speed ist oder auf Meth oder so, das geht, aber auf MDMA, das ist schon echt sportlich so. Also da macht man schon einiges mit so. Ich gehe mal auch davon aus, dass ihr keine Safer-Use-Regeln eingehalten habt. Also naja, ich sag mal so, wir haben jetzt nicht wie die Blöden gezogen, so, es war schon so, dass das High an sich okay war, es war nur einfach eine sehr lange Session und man hatte einfach überhaupt kein Gefühl dafür, wann Schluss ist, so, weißt du, das hätte auch 3 Tage gehen können, so, weißt du, weil keiner von uns war irgendwie erfahren oder so und es war einfach nur, okay, es ist schön, so, ja, dann machen wir halt weiter, so war das halt. Okay, also einfach dem Gefühl vertraut. Man hat sich einfach gar keine Gedanken gemacht. Und das war dann eigentlich der Startschuss für so eine Zeit, wo unsere Gruppe noch weiter zusammengewachsen ist, weil wir dann eigentlich relativ regelmäßig, ich würde sagen, in so 2 Wochen Abständen haben wir dann so Sessions gemacht, wo wir uns zu 10 teilweise getroffen haben bei meiner Ex-Freundin und was weiß ich, Teile eingekauft haben und Speed und dann einfach, ja, immer Friede, Freude, Eierkuchen zelebriert haben, wo eigentlich auch Groll da war gegen andere Gruppenmitglieder, aber das war ja dann egal, weil man war ja drauf und dann geht das ja irgendwie. Das stimmt, also ist ja ein Empathogen. Empathogen, ja. Und wenn du dann so ein bisschen Beef hast mit einem, so, dann stört das die meisten nicht, solange sie drauf sind. Oft kommt es ja dann auch sogar zu klärenden Gesprächen auf der Druffnis. Habt ihr sowas nicht gemacht? Doch, haben wir okay, cool. Durchaus auch gemacht, ja. Das ging nicht ewig gut mit dieser Gruppe. Ich habe mich irgendwann mit einer anderen Person, sage ich mal, da so ein bisschen abgegrenzt. Wir sind dann eher auf den Feierfilm gekommen,
Wir haben dann das Feiern für uns entdeckt, ich vor allem auch die Festivals. Ich war ein paar Monate später das auf meiner ersten Fusion, was auch crazy war, weil ich eben ganz frisch noch bei Chemos war und das war mein erstes Festival und dann sofort die Fusion und noch ganz frisch bei den Drogen und so, und das war einfach, also es war zu viel. Es war wirklich, es hat mich nachhaltig mitgenommen. So. Okay, hast du Absturz geschoben oder? Naja, nicht Absturz, aber ich habe auf jeden Fall auch wieder in einer Nacht ein halbes Gramm MDMA und ich habe dann eigentlich in jedem Jahr, also ich war insgesamt 7 Mal auf der Fusion in meinem Leben und habe in jedem Jahr mehr genommen, außer im letzten, wo ich dann nur noch Alkohol getrunken habe, weil es schon klar war, dass alles nicht mehr klar geht. So. Okay, aber genau. Es klingt irgendwie doch so, als hättest du irgendwie so ein bisschen immer reflektiert, dein Konsum doch immer ein bisschen noch reflektiert. Vermute ich jetzt erstmal, aber erzähl mal weiter. Du hast dann 7 Jahre Fusion hinter dir, ordentlich Gas gegeben und irgendwann ist es nicht mehr beim MDMA und beim Cannabis geblieben. Ne, also es ist relativ schnell nicht mehr beim MDMA und beim Cannabis geblieben. Das war, also ich habe ja mit im Sommer 2012 habe ich das erste Mal MDMA ausprobiert, im Winter 2012 kamen dann schon Ketamin und LSD dazu. Also das ging relativ Schlag auf Schlag und das war dann auch erstmal so ein bisschen das, wobei es dann geblieben ist. Ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht, kann 2 Jahre später gewesen sein, habe ich dann auch noch so Benzos entdeckt, dass man ja doch nicht immer durchmachen muss, wenn man nicht will. Dann kann man auch einfach schlafen gehen. Und aber womit ich so mein Kryptonit eigentlich gefunden hatte, war eben Ketamin. Also das war von Anfang an ganz, ganz komisch für mich, das, also wie sehr mich das beeindruckt hat, dieser Zustand, dieser dissoziative Zustand. Also ich weiß nicht, ob du schon mal über Ketamin gesprochen hast in deinem Podcast, so ansonsten kurz erklärt. Ja, das ist ja mit Fabian Steinmetz, Dr. Fabian Steinmetz war zu Gast, hat über Serotonin über Ketamin gesprochen. Aber ey, hört euch die Episode auf jeden Fall mal an. Genau, dann weißt ihr, was Ketamin ist und wie es wirkt. Und wie man es nicht konsumieren sollte. Dazu am besten die Episode anhören und wie man es nicht konsumieren sollte, das kann ich euch sagen. Also bei mir war es halt so, wenn man Ketamin in Low Doses nimmt, dann macht es ja so ein bisschen, ja, also ich sag immer so ein etwas angenehmeres Betrunkensein, würde ich sagen. Also auch so, die Beine sind ein bisschen weich, man ist so ein bisschen blöd unterwegs, also im Sinne von so, man macht blöde Witze, einem sind Sachen einfach egal. So, alles ist ein bisschen weniger awkward, so würde ich sagen. Wenn man aber mehr nimmt, dann schiebt man einfach richtige Filme und zwar sehr dunkle Filme teilweise. Aber ich habe mich da immer irgendwie voll drin wiedergefunden, weil ich fand, im Gegensatz zu LSD, wo man während man diese Filme schiebt, eben noch voll darüber nachdenkt, so, was passiert hier eigentlich gerade mit mir und so, ist das bei Ketamin, finde ich, teilweise gar nicht so. Du schiebst diese Filme und die Bilder, die du siehst, oder die Visuals, die du hast, sind eigentlich eher abschreckend, aber deine Gefühle sind halt vollständig betäubt und dadurch ist es einfach, also ich fand es damals einfach nur geil, so, kann ich jetzt sagen. Und hast du geflippt auch? Du meinst mit anderen Sachen zusammen? Genau, also MDMA, Keta gemeinsam, also Mischkonsum wird wahrscheinlich gang und gäbe gewesen sein, oder? Auf jeden Fall, ich habe alles gemischt, was man mischen konnte und auch immer experimentiert, um zu gucken, wie kann ich das beste Rausch zu Kater Verhältnis finden und so. Das war immer eine Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe. So, und man kann natürlich wegen der viel beschriebenen antidepressiven Wirkung von Ketamin kann man damit natürlich auch schön den MDMA Rausch dann so ein bisschen abrunden, so im Sinne von, dass der Kater dann einfach nicht so scheiße ist. Genau. Und was eigentlich dann so der nächste große Punkt ist, wo es so mehr in Richtung Sucht ging, das war dann 2000, lass mich lügen, es müsste 15 gewesen sein, wo ich nämlich, also ich habe ja parallel, mein Leben sah eigentlich so aus, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, in der programmiert, IT, genau, in Startups und teilweise auch einfach nur eine 20-Stunden-Woche. Das Studium, das habe ich relativ schnell wieder sein gelassen, weil ich einfach gemerkt habe, so,
ich werde dadurch perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr Geld verdienen, als wenn ich das einfach nicht mache. So. Und es hat mich irgendwie genervt, diese ganzen Studentenmenschen, die nichts vom, im Anführungsstrichen, richtigen Leben, was für mich natürlich einfach damals Drogen nehmen hieß, verstehen. Die haben mich nicht verstanden und ich habe die nicht verstanden und ich fand das alles nervig, deswegen wollte ich da weg. Und das waren dann die Typen mit den Chucks auf einmal, ne? Ja, richtig, genau, so ungefähr. So, ich wollte halt immer der Coole sein und ich hatte das Gefühl, mit den Drogen konnte ich der Coole sein. Und dann habe ich das halt immer weiter ausgereizt. Die Clubs wurden immer exklusiver. Irgendwann dann halt Berghain Stammgast, so, was ja hier in Berlin, zumindest in den 10er Jahren, war das ja irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Art Auszeichnung für gewisse Leute, dass man wusste, dass man da reinkommt und so. So ein elitärer Kreis, dieser Techno-Haufen so, obwohl es natürlich eigentlich voll die Spinnerei ist, so, weil am Ende sind es alles mehr oder weniger Abhängige, so, ja. Genau, und eben immer dabei das Ketamin und dann irgendwann halt auch dabei die chronischen Nackenschmerzen, die dann eingesetzt haben 2015. Und das war halt mega scheiße, weil es mich halt mega an meiner Arbeit gehindert hat. Also es war für meinen Arbeitsalltag mega scheiße. Mein Konsum hat es natürlich befeuert, so, weil ich habe Nackenschmerzen, Ketamin hilft, okay, kann ich mehr Ketamin nehmen, kein Problem, so, weißt du? Und ich habe dann halt wie ein Besessener angefangen, nach der Ursache für diese Nackenschmerzen zu suchen, habe alles Mögliche ausprobiert, so Orthopäden, Osteopathen, Chiropraktiker, ja, you name it. Und dann eben auch Psychologen und so, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, dass vielleicht auch mein Drogenkonsum da eine Rolle spielen könnte. So, ich bin teilweise drauf zum Therapeuten gegangen auf Schmerzmitteln, weil ich einfach keinen Bock hatte, dem immer dasselbe zu erzählen, nämlich mir geht's scheiße und ich habe Nackenschmerzen. So. Es war wahrscheinlich eine Folge der Haltung, die du beim Konsum eingenommen hast, oder? Ich denke, es war eine Folge der Haltung, aber Haltung im doppelten Sinne. Also sowohl Haltung vom Computer als auch Haltung dem Leben gegenüber, weil ich einfach sehr früh angefangen habe, sehr viele meiner Gefühle zu unterdrücken und ich denke, das hat sich einfach negativ auf meine Seele oder wie man das auch immer nennen mag, das klingt immer so esoterisch, aber auf meine Psychodynamiken ausgewirkt so und ja, und auch einfach der Stress, den ich mir gemacht habe, weil ich war schon immer jemand, also dadurch, dass ich so früh angefangen habe zu programmieren und auch, sage ich jetzt mal, nicht schlecht darin war, sondern eher gelobt wurde damals, also es gibt immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle, da habe ich mal wirklich wochenlang, eigentlich 4 von 5 Tagen eigentlich gar nicht gearbeitet und war nur auf Facebook und am Ende dieser Zeit kam mein Chef zu mir und meinte so, ja Finn, ich wollte dir sagen, du bist wirklich der beste Mitarbeiter, den wir je hatten. Läuft bei dir, Alter. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass ich mir einfach so einen Druck gemacht habe. Und ich glaube, dieser Druck, ich konnte dem dann irgendwann nicht mehr gerecht werden. Weil natürlich ist es krass, wenn du irgendwie 16, 17 bist und du kannst einfach was leisten, was so ein durchschnittlicher Typ, der irgendwie studiert hat, leisten kann. Aber irgendwann bist du dann halt auch 22, hast schon in Anführungsstrichen ein paar Jahre Arbeit auf dem Buckel und denkst du dann so, hä, okay, aber irgendwie bin ich kaum besser geworden. Dass du natürlich die ganze Zeit Drogen genommen hast, nur 20 Stunden die Woche gearbeitet hast und mit dem Kopf die ganze Zeit woanders warst und dich dementsprechend auch nicht besonders deine, sag ich mal, also zum Arbeiten in einem Unternehmen gehört ja auch Sozialkompetenz und sowas, weißt du? Und das hat sich bei mir einfach gar nicht weiterentwickelt. Ich war immer voll der Ego, so ein typischer Süchtiger halt. Ich war voll der Ego, so richtig selbstbezogen, hab mich richtig schnell angegriffen oder in eine Ecke gedrängt gefühlt und so. Und mit mir konnte man einfach nicht gut arbeiten. Ich war einfach kein guter Teamworker, so immer nur auf meinen Vorteil bedacht, so, weißt du? Ich, genau. Wow, crazy, okay, und das scheint ja dann auch eine sehr isolierte Zeit gewesen zu sein, außer wenn du mit den Freunden gehangen hast oder gefeiert hast, und du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, irgendwann kamen Opioide dazu, damit du wieder pennen kannst, und die Nackenschmerzen, also meine nächste Vermutung wäre jetzt einfach zu sagen, ey, ich habe chronische Nackenschmerzen, ich baller mich mit Opioiden weg. Ja, genau. Also es war halt so,
Ich habe damals in so einer Agentur gearbeitet. Dann war ich so, weißt du, ich habe immer die Lösung für meine inneren Probleme im Äußeren gesucht. Und dann war ich so, ja, ich brauche jetzt einen neuen Job, weil das flasht mich hier nicht mehr und so. Und in Wirklichkeit bin ich die ganze Zeit auf dem Zahnfleisch gegangen, wegen diesen Nackenschmerzen. Dann habe ich den Job gewechselt in so ein Elite-Startup, wo richtig gepowert wurde. So. Also ich würde sagen, so, weißt du, so eine richtige Kaserne, so, weißt du, so mit so 50 Leuten in einem großen Raum so und ja, hier Umsatzziel und bla 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 und los geht's, Leute, ran an die Rechner und so, weißt du? Der ganze Bullshit, ja, ja. Ja, ja, genau. Und wir sind alle eine Familie und sowas halt, was in den, was da immer gesagt wird in den Startups, um einen da irgendwie bei der Stange zu halten. Auf jeden Fall, das wurde logischerweise nicht besser und ich habe aber angefangen wirklich zu denken, ich brauche die Drogen, ich brauche die Drogen. Also ich, erst habe ich immer gedacht, ich brauche den Ausgleich und dann wurde es aber auch, ich brauche die Drogen auch einfach so. Und das war dann so, also ich hatte zu der Zeit eine Freundin, ich hatte seit, ich glaube von 2015 bis 2020 ging diese Beziehung und diese ganze Beziehung hat eigentlich unter diesem Thema gelitten, ich mit meinen chronischen Schmerzen und vor allen Dingen meiner Sucht. Und ich habe dann aufgehört mit der Arbeit, habe Schule angefangen, weil ich dann dachte, okay, IT ist es nicht, weißt du, wieder Probleme im Außen gesucht, so, habe dann gesagt, okay, ich mache mein Abi nach und so, muss ich dann auch wieder abbrechen wegen der chronischen Schmerzen, dann doch wieder programmiert. Und als, das war 2017, wo ich dann doch wieder angefangen habe, in der Firma zu programmieren. Und da hat's dann angefangen, hat die richtig eklige Phase angefangen, so. Und das wurde erstmal, also das kann ich ganz genau benennen, warum das angefangen hat. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, so, ja, Ketamin, ich muss schon ganz schön viel ziehen, also kurze Nebeninfo hier an der Stelle. Bei Ketamin ist es so, das ist eine von den Substanzen, die Toleranz, die ist sehr schwer wieder wegzukriegen, so. Also manchmal geht sie sogar bei manchen Leuten gar nicht mehr weg, wenn man erstmal eine gewisse Toleranz aufgebaut hat, in etwa so wie beim Alkohol. Das ist ja auch so, es gibt Leute, die sind trinkfest, das heißt dann eigentlich in der Regel, ja, die haben einfach eine Toleranz, die haben einfach super viel gesoffen und es geht nicht mehr weg, die Toleranz. Genau, und das war bei mir halt bei Ketamin so, ich musste teilweise, konnte ich, was weiß ich, ein Drittel Gramm oder so ziehen und war jetzt nicht besonders drauf, also ein Drittel Gramm, weiß nicht, wenn ihr das schon mal gesehen habt, nehmt mal Zucker, ein Drittel Gramm oder so, ist schon ein guter Haufen auf jeden Fall. So. Ja, und, hallo. Und da ist die Nase halt ständig verklebt und man kriegt irgendwann auch das mit der Blase zu tun, so Nierenschmerzen und Blasenschmerzen und so Probleme beim Pinkeln und was weiß ich was, das sind alles so Nebenwirkungen, die man davon dann hat. Also meine Lösung, fange ich einfach mal an, intramuskulär zu spritzen, so, weil viermal höhere Bioverfügbarkeit und ich habe das natürlich total wissenschaftlich gesehen. Ich dachte mir so, ja, also ich, okay, jetzt nehme ich halt eine Spritze, aber ich spritze ja nicht in die Vene, so, ich spritze ja nur in den Muskel, da kann ja gar nichts schief gehen und so. Und ja, so bin ich. Alter, aber eigentlich hast du dich schon, du bist ja auch jemand, der sich extrem informiert, so, und ein smarter Typ, der dem dann wahrscheinlich auch teilweise die Logik zum Verhängnis wurde, weil du dir ja gesagt hast, ey, es ist halt, die Bioverfügbarkeit ist viel höher, eigentlich spare ich sogar noch Geld, so redest du das dann wahrscheinlich noch schön alles. Ja. Genau so. Alter, okay, dann hast du angefangen, dir Keta intermuskulär zu injizieren. Genau, ich habe das erstmal einmal nur so als Testversuch gemacht, so, und ja, meine Ex-Freundin da damals überredet, wirklich so auf ekligste Art und Weise, so, ja, hier komm, ich probiere das nur einmal und so, und hab mir da dieses ganze Equipment bestellt, was man da so braucht, also sprich Insulinspritzen, Kanülen, Alkohol, Pads und so, weil schön steril arbeiten, ne? Das ist natürlich wichtig. Und ja. Und hier Kochsalzlösung, um das Ketamin aufzulösen darin. Und ja, dann. Weißt du noch, wie das Gefühl war, das allererste Mal sich die Spritze zu geben? Absolut. Das wollte ich gerade erzählen tatsächlich. Ja, krass. Also, pass auf, es war so, ich habe dann eben das quasi angerührt, dieses Gemisch, hab mir durchgelesen, okay, 100 Milligramm auf 1 Milliliter ist ein gutes Mischverhältnis, so. Dann habe ich die Spritze aufgezogen und ich war immer schon so, jetzt momentan ist es besser, aber vor allen Dingen in Zeiten, wo ich halt konsumiert habe, da hatte ich immer einen starken, also einen mittelstarken so Tremor in der Hand, so.
Und ich hatte diese Spritze in der Hand und ich war natürlich auch nervös. Und ich hatte einen Kumpel von mir eingeladen, mit dem ich immer zusammen getrippt habe, so. Und ich habe ihn so angeguckt und meinte so, ja, hier, Dings, willst du es nicht sehen und so? Und er war so, ja, nee, eigentlich gar nicht so. Okay, ich ja, hab ja mir, klar. Ich hab dann halt so da gesessen, so, hab mir halt so, also eigentlich in Boxershorts habe ich da gesessen, weil ich habe gelesen, dass man es halt im Oberschenkel am besten macht. Später habe ich dann rausgefunden, Schulter ist eigentlich wesentlich einfacher. Auf jeden Fall so der... Das ist die alten Bodybuilder-Tricks, Alter. am Ende vom ersten Drittel vom Oberschenkel, so da kann man sich so eine Stelle suchen. Und ich weiß noch, ich habe voll gezittert und so und habe so richtig gedacht, so... Okay, so, du machst das jetzt einfach so. Hab irgendwie fünfmal noch so gedacht, so, okay, willst du es wirklich machen? Und dann dachte ich aber so, ja, nee, so, weißt du, da war der Suchtdruck dann schon zu groß, weißt du, und ich habe so eine Menge genommen, so 25 Milligramm. Es hätte normalerweise eigentlich überhaupt nichts gemacht. Und dann habe ich das, man sollte es eigentlich wie so ein Dartpfeil reinstechen, aber das kannst du nicht, wenn du das noch nie gemacht hast. Du kannst nicht einfach so diese Spitze nehmen und das so mit so einer Geschwindigkeit auf deine eigene Haut zujagen. So, das geht nicht. Deswegen steckst du das dann so rein, als wäre das so eine Reißzwecke, so, weißt du so. Und du brauchst so ein paar Anläufe, bis die Haut durchpiekt ist, so. Und das ist ganz unangenehm, so. Und dann bist du überrascht, wenn du erst immer nämlich durch die Haut durch bist, wie einfach du das durch das Muskelgewebe schieben kannst, weil das ist wirklich wie Butter dann so, weißt du, du kannst es dann einfach so weiter reinschieben und dann denkst du so, ey, fuck, gleich treffe ich auf den Knochen so, was natürlich völliger Unsinn ist, weil der ist schon noch ein bisschen weiter unten drin so, aber genau, und dann drückt man eben diesen Kolben runter und bei mir war das so, ich musste es dann halt mit der anderen Hand festhalten, aufpassen, dass es halt nicht umknickt oder so, damit nicht irgendwie die Kanüle abbricht oder so und ich habe gezittert und es war Sommer und ich habe geschwitzt und so und ich habe das dann so runtergedrückt und das ist richtig unangenehm, weil das ist so, diese Flüssigkeit, die verteilt sich dann in deinem Muskel und das ist wie so ein Schmerz, weil da natürlich auf einmal Flüssigkeit ist, die da nicht sein soll. So. Brennt wahrscheinlich ohne Ende. Es geht, aber es ist ein, ja, doch, brennen kann man es eigentlich nennen, aber es ist so ein kurzer, ja, kurzes Aufflammen von so einem Brennen so im Muskel drin so und dann zieht man das Ding wieder raus, nimmt dieses Alkoholpad und wischt so auf der Stelle rum, damit sich das halt gut verteilt und damit es nicht irgendwie so ja, halt nachher noch wehtut, so irgend so ein Muskeltriggerpunkt da entsteht oder so und ist dann einfach froh, dass es vorbei ist so und ich habe dann tatsächlich was davor gemerkt und dachte mir so, Alter, es kann nicht sein, dass ich von 25 Milligramm gerade was gemerkt habe und ich wusste so, okay, fuck, es ist vorbei. Ich werde das auf jeden Fall wieder machen. Okay, crazy. Alter. Aber für alle, die das jetzt hier hören und vielleicht ihren Keta-Konsum gerade ein bisschen überdenken, hoffentlich, was würdest du denen sagen? Fang nicht an zu spritzen. Wahrscheinlich ist das Einfachste, was man sagen kann. Ey, ganz ehrlich, ich würde im Zweifelsfall sogar sagen, fangt nicht mit Keta an, weil ich finde, Keta ist einfach eine unglaublich unterschätzte Substanz, die extrem abhängig macht auf eine extrem perfide Art und Weise und es ist einfach nichts, was man braucht unbedingt, um vor allem so im Club-Kontext Spaß zu haben. Da gibt es auch andere Sachen so. Und Keta ist halt wirklich so eine Sache. Weißt du, das ist eine von diesen Drogen. Wenn du anfängst, die zu nehmen, dann bist du eigentlich schon ein Stück zu weit. Weißt du, das ist genauso wie Benzos. Benzos zu nehmen, weil man von Speed nicht schlafen kann. So, dann nimm halt kein Speed. Weißt du, was ich meine? Wenn du dann am Ende Benzos nehmen musst. Ist wirklich so. Und wenn du Keta irgendwie nehmen musst, um ja jetzt noch eine Stunde länger tanzen zu können, weil deine Beine dann nicht mehr wehtun. Dicker, dann geh halt einfach nach Hause, weißt du, aber nimm kein Keter, so, wirklich. Ja, ja, ja. Also ich muss davon wirklich einfach abraten, einfach, weil es ist heute wirklich die einzige Droge, wo ich paradoxerweise immer noch, wenn ich dran denke, es ist so ein Gefühl, so eine Mischung aus Ekel und geil drauf sein, so, weißt du, und das ist ganz komisch, weil, guck mal, zum Beispiel, ja, wenn du Opioid-abhängig bist, so, weißt du? Ich kann jeden verstehen, der opioid-abhängig ist, einfach, weil es so ein einfacher Mechanismus ist, weißt du? Du gibst dir das und es ist so ein ganz natürliches High, weißt du? Du bist einfach gut drauf und mir kann auch niemand erzählen, so, dass so, wenn du Heroin ist immer so stigmatisiert, sagen wir jetzt mal Oxycodon, wenn du dir Oxycodon gibst, dass es so eine Situation gibt, wo du dann nicht gut drauf bist, gibt es nicht. So, weißt du, das funktioniert nicht. Mit Opioiden funktioniert weil das der, nicht. Richtig, weil der Rezeptor einfach gereizt ist. Du bist einfach glücklich, dafür ist es ja da.
Richtig, richtig. Und bei Keta ist es aber so, du hast genau diesen Suchtdruck in der, sag ich mal, Intensität, wie du ihn auch bei Opioiden hast, aber es ist so eine schizophrene Sucht, weil du gibst dir das und schon in dem Moment, wo es anflutet, also es ist so, wenn du es dir spritzt, es flutet so an, es dauert so 2 Minuten und dann kommt es so von hinten so und so übermannt dich so und dann merkst du schon so, Alter, warum habe ich das gerade gemacht? Warum habe ich mir schon wieder gerade diese scheiß Spritze reingesteckt? So, weißt du, am Ende war das so, also um nochmal kurz da den Bogen zu spannen, ich habe das dann auf dem Festival gemacht, dann habe ich es immer öfter zu Hause gemacht und dann habe ich auch angefangen, das systematisch heimlich zu machen, weil einen das natürlich sozial abkapselt, so, weil man das nicht vor anderen Leuten machen will, habe ich angefangen, meine Freundin auch systematisch anzulügen, so, und am Ende war das dann wie so eine, ich vergleiche es immer auch, wenn ich es natürlich nie gemacht habe, aber so, es gibt ja so Leute, die sich so selber so Schmerzen zufügen mit Rasierklingen oder sowas. Triggerwarnung hier auch an der Stelle. Genau, und so war das dann für mich, weißt du, weil ich hatte einfach Bock zu spritzen einfach, weißt du, ich wollte einfach spritzen so. Achso, du warst denn so spritzgeil einfach? Ja, ich war einfach spritzgeil. Ach, du Scheiße. Und teilweise habe ich gar nicht mehr verstanden, warum wollte ich jetzt überhaupt Keta sein, so, weißt du, weil Keta, das ist wirklich so eine Set- und Setting-Droge, so, weißt du, bringe es immer durcheinander zu den Halluzinogenen oder was ist da nochmal die Oberkategorie, auf jeden Fall zu den Dissoziativa und im weitesten Sinne so bla, also zu den Sachen, die halt Also Dissoziativa ist glaube ich die Oberkategorie, oder? Ja, aber das ist, es gibt ja die Unterkategorie, ich glaube Halluzinogene und darunter kommen dann Psychedelika, Dissoziativa und Deliranten, so, weißt du? Und also was ich damit nur sagen wollte, es gehört zu Drogen, die deine Wahrnehmung insofern verändern, dass es auch ins Negative umschlagen kann, so, weißt du? Und gerade Ketamin ist da prädestiniert dafür, dass du halt auch darke Filme haben kannst. Und besonders, wenn es dir schon total scheiße geht und du selber siehst, wie du dir deine eigenen Beine kaputt spritzt und so, dann ist es halt wirklich nicht schön teilweise, so, weißt du, willst spritzen und dann hinterher denkst du dir, warum wollte ich spritzen, so, mir geht's nicht besser jetzt, Warst du so ein Dauerbesucher vom K-Hole, oder? Geht eigentlich, ich wollte es immer gerne, aber am Ende war es dann irgendwie so, dass, hatte ich immer eine Überdosis und war dann einfach komplett bewusstlos, bin 45 Minuten später wieder aufgewacht und wusste überhaupt nicht, was los ist, so. Teilweise hatte ich sogar vergessen, dass ich Keta überhaupt genommen habe, was natürlich am besten ist, wenn du es dann auch noch heimlich genommen hast und dann irgendwelche Leute so völlig entgeistert dich angucken und so, Finn, was ist schon wieder passiert, so, und du bist so, weiß ich auch nicht, und dann kommt mir auch geht's noch nicht gut. Dann kommt auch noch dieses zwanghafte Lügen dazu, weißt du, dann sagt man so, ja, ich habe nichts genommen und so, was natürlich völliger Bullshit ist. So. Okay, also ich glaube, das hast du sehr, sehr gut ausgeschmückt, wie deine Konsumform mit Ketamin aussah. Crazy, also wirklich crazy. Ich versuche mich da gerade reinzufassen, beeindruckend. Im negativen Sinne, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das sag ich, der sich ohne Sinn und Verstand eine ganze Menge reingeballert hat. Und dadurch ist natürlich die Beziehung so ein bisschen an die Grenzen geraten, ne? Total. Also es war dann halt so, dass ich 2018 hat mir jemand von Kratom erzählt. Das ist so ein pflanzliches Opioid, was, sag ich mal, im Gegensatz zu den richtigen Opioiden noch relativ harmlos ist. Und damit habe ich es dann zum Glück geschafft, erstmal kein Ketamin mehr zu spritzen. Aber es folgten dann eigentlich Jahre, also die Jahre 2017, 2018, 2019, die waren einfach sehr durchsetzt von immer wieder Abstürzen. Ich bin auch teilweise im Krankenhaus gelandet und ich war zwar nie körperlich abhängig von irgendwas, außer vielleicht mal zwischenzeitlich von Kratom so, aber da sind die Entzugssymptome okay, aber ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas genommen, so mindestens Kiffen und ansonsten habe ich halt zeitweilig Benzos dann immer mal wieder genommen so und hatte dann auch tagelange Aussetzer, habe immer mal wieder Opioide genommen, auch härtere, kein Heroin, aber Oxycodon und sowas. Schon gewusst? Jedes Opiat ist auch ein Opioid, aber nicht jedes Opioid ist auch ein Opiat. Hab eine Zeit lang Lyrica auch verschrieben bekommen und hab das dann missbraucht. Lyrica, ein Antiepileptikum, was so ähnlich wirkt wie
würde ich sagen, GWL oder GHB, so, also auch so eine leicht aufputschende, blödmachende Wirkung hat, so enthemmende. Ja, und war eigentlich die ganze Zeit nur drauf, hab nebenher auch noch ein bisschen teilweise verkauft und so, also war da auch irgendwie involviert und so. Und weil ich halt irgendwann auch meinen Job nicht mehr machen konnte, einfach wegen der Nackenschmerzen und wegen dem Konsum und wegen dem ständigen Downsein und so. Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie hast du das alles finanziert? Ja, genau. Also ich muss sagen, so ich habe es irgendwie geschafft. Mein Konsumhabit war nie besonders teuer so. Also ich war nie der Typ, der jetzt irgendwie so, weiß nicht, es gibt ja so Leute, die süchtig sind und die irgendwie so, weiß ich nicht, 100 Euro pro Tag für Drogen brauchen oder 200 oder 300. Sowas hatte ich nie. Also ich habe immer das irgendwie geschafft, dass es alles noch relativ so aushaltbar war. Aber ich habe halt auch das ein oder andere krumme Ding gedreht. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil so aus juristischen Gründen. Genau. Und auch darunter hat meine Ex-Freundin selbstverständlich gelitten. Das ist auch klar. Und ja, das war dann so, dass eigentlich Anfang 2020, also in 2019 will ich erstmal noch kurz sagen, habe ich immer mal wieder versucht aufzuhören, weil es einfach klar war, das mit mir und den Drogen, das wird nichts mehr. So. Und ich habe es dann immer mal wieder für ein paar Wochen geschafft, aber so ganz ehrlich, so alleine aufhören, einfach so aus Willensstärke, das ist, also halte ich persönlich für unmöglich. Und das war dann so, dass ich Anfang 2020 zu einer neuen Ärztin gekommen bin, die spezialisiert ist auf Drogenleute, auf Spritzenleute, auf Hepatitis, was weiß ich was. Und habe ihr meine ganze Story erzählt, weil ich natürlich auch, das habe ich gar nicht erwähnt, ich war 2017 in meiner Klinik wegen den Nackenschmerzen und da habe ich den Ärzten dann damals das erste Mal so reinen Tisch gemacht und erzählt, was ich alles so nehme, in der Hoffnung, die geben mir dann einfach ganz starke Schmerzmittel und dann sind meine Schmerzen für immer weg. Es ist nicht passiert. Was? Ach nee. Schade, hat leider nicht geklappt, die Finte. Was stattdessen passiert ist, war, sie meinten, ja, du musst einen Zug machen. Und ich war damals so, wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch kein Junkie so. Was ist denn mit euch los und so? Also noch relativ unreflektiert damals gewesen, dass auch Jahre zuvor mir schon Leute gesagt hatten, du nimmst zu viel und du nimmst immer mehr als alle anderen, das hat mich überhaupt nicht interessiert, so. Ja, und dann habe ich eben dieser Ärztin 3 Jahre später, 2020, gesagt, okay, das und das ist meine Konsumgeschichte. Also ich habe im Prinzip diesen Podcast hier mit ihr auch mal kurz durchgespielt. Aber spannend, das ist spannend. Und sie meinte, ich muss Ihnen das leider so sagen, Sie müssen den Zug machen. Und zwar am besten sofort, weil das wird nicht mehr lange so gut gehen. Sie haben sind jetzt noch relativ verschont geblieben von den sozialen Folgen ihrer Suchtkrankheit, aber das muss nicht mehr lange der Fall sein. Und es hat mir dann auch völlig eingeleuchtet. Und ja, ich bin dann in eine konventionelle Entgiftungsklinik gegangen, auch wenn es da natürlich jetzt so im eigentlichen Sinne nichts zu entgiften gab. Ich meine, ich hatte jetzt nichts, wo ich irgendwie runterdosiert werden musste oder so, aber trotzdem war das ganz gut, um mal Abstand zu gewinnen. Und nach dieser Klinik war ich dann 3 Wochen zu Hause. Das war ziemlich genau, als ich in der Klinik war, 4 Wochen. Da ging das hier mit dem Corona-Lockdown alles los. Lang ist's her. War das Anfang letzten Jahres irgendwann? Nee, das war im März letzten Jahres. Ah, okay. Weiß ich schon gar nicht mehr, ne? Ich krieg da nicht so viel mit, was da draußen passiert. Ich hänge immer nur vorm Rechner wie so ein. Okay. Okay, März. Gott, oh Gott. Das neue Normal begann März. Richtig, genau. Und für mich war das halt alles so total weit weg, weil ich da eben in dieser völlig abgeschotteten Klinik war und da wurde auch total darauf geachtet, dass irgendwie jeder auf Corona doppelt und dreifach gecheckt wurde, auch das Personal und all die da ein- und ausgegangen sind. Und als ich dann zurück hier in Berlin war, da war es so, okay, es ist Lockdown, aber mir ist das eigentlich komplett egal, weil ich bin clean und das ist sowieso, also das ist für mich gerade das Neue so. Also weißt du, alles andere ist erstmal zweitrangig so. Dann habe ich 3 Wochen mich hier irgendwie durchgeschlagen
Und bin dann noch in eine Langzeitklinik gegangen, auf Anraten der Entgiftungsärzte. Da war ich dann 5 Wochen. Hätte wie eigentlich länger. Das war das Gezeitenhaus Schloss Wendgräben. Liebe okay. Grüße. Ja, gerne. Da wollte ich eigentlich länger bleiben, aber ja, mir hat es irgendwie alles nicht so getaugt und ich sag mal, es hat sich angebahnt, dass ich noch mal eine Runde drehen muss. Also willst du was sagen? Ich denke, du das, was sich dann einstellt, ist so dieser Gedanke, so ey, ich bin doch jetzt schon so voll lange abstinent, ich hab's geschafft, Leute. Und was man sich so selbst einredet, sind dann so die legitimierenden Gedanken, die sagen, hey, komm, einmal kannst du schon, du hast es ja geschafft. Ist ja nicht mehr wie früher. Auf jeden Fall. Also beziehungsweise mein Kopf hat damals angefangen, Pläne zu machen. Ich habe mir damals gesagt, okay, wenn du ein Jahr schaffst, dann kannst du mal wieder Kraton probieren. Und wenn du 2 Jahre schaffst, dann kannst du mal wieder Kiffen probieren. So, das war damals so mein Plan. Und dazu hatte ich halt aber auch immer noch die ganze Zeit Rückenschmerzen und das war eigentlich das Hauptproblem, weil ich einfach noch nicht so gesehen habe, was ist so der Sinn von meinem restlichen Leben, wenn ich die Sachen, die mir Spaß machen, sowieso nicht machen kann. Und der einzige Spaß war Drogen nehmen. Ja, beziehungsweise ich dachte, ich brauche halt zumindest irgendwie mein Kratom ab und zu, damit ich wenigstens mal einige Tage habe, wo ich diese scheiß Rückenschmerzen mal vergessen kann, weil also ich habe das so einigermaßen für mich annehmen können, dass das halt jetzt chronische Schmerzen sind, die anscheinend irgendwie jetzt für mich dazugehören, obwohl ich noch zu jung dafür bin in meinen Augen. Okay. Und ja, genau, und so hatte ich dann schon da Pläne gemacht und ja, ich bin dann aus der Klinik raus, ich habe es dann noch ein paar Wochen geschafft irgendwie und dann kam aber der Rückfall und genau nach der ersten Klinik hatte ich auch mit meiner Freundin Schluss gemacht, die war dann ausgezogen hier aus meiner Wohnung und ja, das war dann, also es war dann alles so eine Verstrickung aus, ich habe es irgendwie dann nicht mehr geschafft, wieder clean zu werden und hatte dann irgendwie auch so mit meinen Gefühlen zu kämpfen, mit Liebeskummer zu kämpfen, weil ich einfach mir bewusst war, du hast diese Beziehung kaputt gemacht mit deiner Sucht und so und ich hatte Schuldgefühle und ich habe mich halt einfach ungenügend gefühlt und so diese ganzen Sachen, die man halt hat. Und ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, für Menschen wie uns, die ihre Gefühle mit Stoff immer betäubt haben, ist so eine Trennung nicht gerade. Also für niemanden ist eine Trennung geil, aber wenn du nicht weißt, wie du mit den Gefühlen umgehen sollst, dann greifst du zur altbewährten Methode. Es ist doch mehr als nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Und ja, es ergab sich dann zu dieser Zeit, dass ich zum ersten Mal so 1,5 Wochen hintereinander Tilidin und Oxycodon und so geballert habe und auch im Krankenhaus war wegen Überdosis und so. Und ich hatte das erste Mal auch Entzugssymptome, so, also zum Glück noch nicht die richtig schlimmen, so, aber schon so fieberartige Symptome und so. Und ich wusste, oh, ich muss, also nicht wegen der Entzugssymptome, aber ich wusste da noch mal was machen. Und jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und da bist du nach Portugal gefahren, oder? Nee, wie bist du auf diese Idee gekommen? Es begab sich zu der Zeit, als ich in der ersten Klinik war, dass ich die Serie, wie heißt die? Homeland heißt die. Das ist so eine richtig amerikanische Agenten-Serie. Und da ist irgendwie so, irgendwann in der Geschichte ist da so einer von den Protagonisten ist dann irgendwie heroinabhängig geworden und die müssen den schnell wieder zusammenflicken, damit er wieder in Kampfeinsatz kann. Und dann sagt so der eine CIA-Typ zu dem anderen so, ja, und sie wissen aber schon, dass es jetzt ein paar Tage dauert und so, ne? Der kann jetzt nicht hier direkt wieder losstarten und so. Und dann meinte der so, ja, aber gibt's da nicht eine bessere Methode? Und der meinte dann so, ja doch, gibt es, aber die ist ein bisschen riskant. Ibogain. Und ich war so, ey, ganz ehrlich, Leute, das ist doch Science Fiction. So, das ist doch gerade Science Fiction, was ihr hier versucht zu verkaufen. Und dann habe ich gegoogelt und es stellte sich heraus, es ist keine Science Fiction. Und ich würde, wenn du magst, würde ich mal kurz hier ein paar Facts rausballern. Ja, sehr, sehr gern, sehr, sehr gern. Also, Ibogain ist ein Indolalkaloid mit im weiteren Sinne halluzinogener Wirkung und es kommt in verschiedenen sogenannten Hundsgiftgewächsen vor. Diese Gewächse, die sind vor allem in Zentralafrika zu finden, kommen die natürlich vor, der sogenannte Tabernate Iboga, und dieser Iboga-Strauch wird aber auch bewusst angebaut in Westafrika, um eben diese Iboga
Samen oder was weiß ich was zu ernten, woraus dann das Ibogain, Englisch Ibogaine, extrahiert werden kann. Und dieser Stoff wurde das erste Mal 1962 von einem gewissen Howard Lotsoff, der zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt war, getestet. Und zwar hatte ihm das ein Freund gegeben und meinte so, ja, hier, probier mal, es ist ein ganz nicer Trip und so. Und dieser Howard, der war eben damals auf Heroin unterwegs und hat es dann genommen. Dieses Ibogaine war dann völlig out of space für ein paar Tage, hat beschlossen so, ey, das mache ich nicht nochmal. Und hat dann aber festgestellt, ey, warte mal, ich habe seit Tagen kein Heroin mehr genommen. Und er hatte auch keine Entzugserscheinungen und nichts. Und dann hat er festgestellt, oh, okay, anscheinend kann man es irgendwie dafür benutzen. Und hat dann angefangen, die ersten Ibogain-Kliniken in den USA aufzumachen. Es gab dann in den 1980er und 90er Jahren mehrere US-Patente für die Therapie mit Ibogain. Und dann wurde es aber, wie so viele schöne Sachen in den USA, unter den Controlled Substances Act gestellt und damit konnte man es dann nicht mehr dafür gebrauchen. Zumindest in den USA nicht. Ja. Also meistens ist es, glaube ich, die Wurzelrinde, die dafür verwendet wird, um Ibogain herzustellen. Ja, genau. Wurzelrinde, ja, richtig, genau. Ja. Okay. Und dass der Typ, wie viel der Kumpel ihm da gegeben hat? Weil falsch dosiert kann er ja auch, ich weiß nicht, ob du darauf gleich noch kommst, falsch dosiert kann ja da auch ordentlich, also ich habe gehört, es wirkt lähmend. Also generell ist es so, dass das Ibogain eine Substanz ist, die immer unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden sollte, weil es schnell zu Herzproblemen führen kann. Also es kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Und damit dann auch schnell zum Tode. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man Ibogain, dass man da die Personen, die das einnehmen, vorher ausgiebig testet und dass gewisse Medikamente, die auf denen man vorher eingestellt ist, dass die auch abgesetzt werden. Also es war so, dass ich damals, ich habe dann diverse Artikel dazu gelesen, es gibt ein Artikel von einer Zeitung, die ich hier jetzt nicht nennen möchte, sucht euch das selber raus, der etwas reißerisch geschrieben ist, wo eben irgendwie steht, so von wegen so, ja, lieber tot als auf Drogen oder so ähnlich, weil es eben ein paar Leute, sagen wir mal, sind daran gestorben, aber da muss man halt auch sagen, das war halt dann auch nicht unter ärztlicher Aufsicht, weil man muss eben darauf achten, dass man gewisse andere Substanzen nicht im Blut hat, wie zum Beispiel, es verträgt sich nicht gut mit Kokain, es verträgt sich nicht gut mit Antidepressiva. Ich war zum Beispiel damals noch auf Antidepressiva eingestellt, die musste ich dann absetzen. Genau, und ich hatte eben erst diesen Artikel gelesen und in der ersten Klinik damals und habe mir dann gedacht, okay, wenn alle Stricke reißen, dann probiere ich das mal aus. Und was soll ich sagen? Alle Stricke sind gerissen, also habe ich mir dann eine Klinik rausgesucht und bin dann eben auf diese Klinik in Portugal gestoßen. Ich habe jetzt den Namen gerade gar nicht parat, aber wir müssen hier ja eigentlich auch keine Werbung machen, oder? Nö, müssen wir nicht. Hat doch nichts mit dem Sachverhalt. Ja, stimmt. Obwohl ich es da schon gut fand. Also ihr könnt mal googeln, wenn ihr wollt, Klinik in Portugal, dann werdet ihr das schon finden. Die sind relativ gut aufgestellt mit ihrem Google-Game. So, genau. Und es war so, ich habe mich dann eben dort beworben. Ich glaube, ich habe mich in zwei Kliniken beworben. Die andere war in Spanien, die in Portugal hat mir aber geantwortet und habe dann einen sehr ausführlichen Bogen zugeschickt bekommen, wo ich meine Situation schildern sollte, was ich konsumiert habe, wie viel ich konsumiert habe, wann ich konsumiert habe, auf welche Medikamente ich eingestellt bin, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, etc. pp. Ich musste ein komplettes Blutbild dorthin schicken. Ich musste, musste ich sogar einen Drogentest dahin schicken. Also es hat auf jeden Fall relativ gut gepasst zu der Zeit, weil ich zu der Zeit halt, ich bin nicht klargekommen und bin dann nochmal kurz in die Entgiftungsklinik und da haben die dann sowieso ein Blutbild und so angefertigt und das habe ich dann einfach direkt genommen, so gefragt, ey, könnt ihr mir das auch auf den Stick geben? Dankeschön. Sehr gut. Ja, aber ist ja dein Recht, ist ja dein Eigentum, ne? Ja, eben. Und hab das dann alles dorthin geschickt, hab dann noch ein paar Fragen gestellt bekommen, ob ich und habe dann auch so einen ausführlichen habe einen ausführlichen Bogen zugestellt bekommen, wo eben diese ganze Prozedur noch mal drin stand, wo drin stand,
dass wie der Ablauf war und dazu komme ich gleich wieder war und was ich da erwarten kann und so weiter. Und es sollte eben sichergestellt werden, dass man sich bewusst ist, worauf man sich da einlässt und nicht irgendwie so wie halt 90% der Sachen, die heute im Internet verkauft werden, ja, hier jetzt nur noch 3 Stunden, 20% weniger und so, und es sind sowieso nur noch 5 Stück verfügbar und so, und deswegen jetzt schnell kaufen und so. Also so wurde dort nicht gearbeitet. Sondern, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Es ist ja auch oft so, also erinnert mich jetzt erstmal so ein bisschen an eine Ayahuasca-Kur in Südamerika. Was jetzt gleich vielleicht als Geschichte kommt. So leichte Ähnlichkeiten sehe ich da, obwohl das, was du beschreibst, natürlich deutlich professioneller ist. Also ich habe noch nie eine Ayahuasca-Tour gemacht, aber stelle ich mir auch so vor, ja. Und ich auch nicht, ne? Also noch nicht. So. Nein, Spaß. Ich bin dann eben dorthin gefahren. Und wurde dort abgeholt vom Flughafen in Lissabon und habe eine Nacht in so einem anderen Hotel übernachtet, weil es dann irgendwie am nächsten Tag erst losging, dachte ich. Ich war dann schon voll aufgeregt, als ich mich da in diesem Hotel schlafen gelegt habe. Und am nächsten Tag bin ich dann dort angekommen, auf dieser Finta. Finta? Finca heißt das eigentlich. Finca. Mhm. Also da, wo es... Ist auf jeden Fall so ein... Also es war so ein kleiner... so ein Hof einfach mitten im Nirgendwo, so ein malerisches Gebäude mit Pferden hatten die da und Hunde und Katzen und drumrum wirklich quasi Weinberge, Wüste mäßig so. Also das war wirklich mitten im Nirgendwo und malerische Landschaft und generell da im Süden, die Sonne macht ja ganz andere Farben und so. Also es war wirklich traumhaft, muss man wirklich so sagen. Wie lange warst du da? Ich war 5 Tage da, glaube ich. Oh, also eine recht zügige Nummer. Und es war dann so, dass also Dienstag sollte es dann losgehen. Wir haben dann Montag, wurden wir da so ein bisschen eingeführt. Es gab so einen richtig Psychotherapeuten, der da gearbeitet hat in dieser Klinik oder in diesem Retreat. Dann den Boss davon, der halt selber schon... der halt selber auch Crack-Addict früher war und mit Ibogaine oder Ibogain clean geworden ist und auch schon, aber darüber hinaus oft Ibogain genommen hat, weil das kann man ja auch so einfach so psychotherapeutisch quasi so anwenden und halt auch so voll der Freak und so. Also ich weiß nicht, ob dir so Wim Hof und sowas ein Begriff ist. Ja, klar. Eisbad und sowas, also so einer, weißt du, der so diese ganzen Sachen macht halt. Sauber. Und ja, sympathischer Typ auch. Und dann gab es noch einen, der so, das war so ein Typ aus Indien, so, der auch aussah wie so ein richtiger Klischee-Mönch. Also so Glatze, etwas beleibt, so und immer mit so einem Gewand, weißt du? Und dann immer mit indischem Akzent, so richtig witzig einfach. Okay. Und der hat einem dann da irgendwie Meditation beibringen wollen, sage ich mal. Ich formuliere es so, weil ich komme gleich dazu, wieso. Und am nächsten Tag war es dann so, dann kam der Arzt und dann, es war 6 Uhr morgens, da sollte das losgehen, weil man darf halt nichts gegessen haben und so. Und dann gab es die Testdosis. Ich sollte auf mein Körpergewicht, glaube ich, 1,6 Gramm Ibogain, was weiß ich was, Extrakt, also ganz normal, sage ich jetzt einfach mal, Extrakt nehmen. Und dann habe ich 400 Milligramm erstmal gekriegt, um zu testen, ob ich darauf allergisch reagiere. Und das war dann schon so, also ich habe vorher halt gegoogelt und im Internet stand, ja, eigentlich ist es gar nicht halluzinogen oder so, das ist halt nur so, wenn man die Augen schließt, dann kann man so traumähnliche Sequenzen haben und so, aber an sich, wenn man die Augen offen hat, dann ist es halt, also es ist halt dann relativ normal und man hat es alles gut unter Kontrolle und was weiß ich so. Und dann habe ich eben dieses 400 Milligramm genommen und dann war es sofort so, mir wurde schlecht, ich konnte kaum noch laufen und ich habe es richtig so, weißt du, wie wenn man zu viel Cannabis konsumiert hat, so, also die Sicht wird so richtig so durchzogen von so Statik und so, weißt du. Und ich habe richtig Panik bekommen und ich dachte so, alter Fuck, was machst du hier eigentlich gerade so? Ich habe gar keinen Bock jetzt da drauf, weißt du, mein letzter Psychedelika-Trip auch schon eine Weile her, so, weißt du. Und ja, und dann war ich halt so, nee,
Genau, weil dieser Leiter von dieser Institution hatte mir nämlich auch gesagt, ja, es gab einen Typen, der ist mal hier hingekommen, hat die Testdosis genommen und hat dann gesagt, ja, nee, mach ich nicht. Und ich dachte mir so, ey, nee, ganz ehrlich. Ich bin der Zweite. Ich kann nicht der Zweite sein, das kann ich nicht. So, also. Ich hab mir schon so viel reingeknallt in meinem Leben, das wäre jetzt peinlich einfach so, das wäre jetzt einfach peinlich. Aber hast du genau das ist ja das, was ich meine, dass wenn man so schwer wird, so starr wird und je nach Dosis sich nicht mehr bewegen kann und das über echt viele Stunden so geht. Ja, also warte, ich erzähle einfach weiter und dann. Okay, das ergibt sich vom selbst. Ich sollte dann, also wie gesagt, 1,6 Gramm nehmen, dann habe ich und dann habe ich nach dieser 400 Milligramm Dosis meinte ich dann so, ey, ich glaube, das wirkt bei mir irgendwie ziemlich stark. Ich glaube, ich bin da sehr sensitiv. Vielleicht nehme ich doch nur 1,2 Gramm, so. Und dann, okay, dann kriegst du jetzt hier deine 800 Milligramm, dann habe ich die 800 Milligramm genommen und dann, typischer süchtigen Move, so, ich warte so auf die Wirkung und ich war so, es hat sich irgendwie gar nichts verändert, so. Komm, gibt's die anderen 400 auch noch. Ja, nee, es ging dann immer weiter und ich glaube, ich hab dann irgendwie bis 14 Uhr immer wieder Redoses gekriegt und am Ende war ich halt auf 3,2 Gramm so. Oha. Weil, also, es ist wohl so, dadurch, dass ich ja nicht also so diesen Opioid Entzugserscheinungseffekt hatte, den kann man ja auch bekämpfen mit, weil es ja auch an die Opioid-Rezeptoren, glaube ich, auch andockt, Ibogain, kann man es ja damit bekämpfen und dafür muss man schon eine relativ hohe Dosis nehmen. Aber wenn man es jetzt einfach nur so aus diesem, sage ich jetzt mal, psychotherapeutischen, ich will meine Sucht erforschen, was weiß ich was, Aspekt nimmt, dann kann man, glaube ich, auch mit einer etwas geringeren Dosis arbeiten. Also gab es da auch noch Spielraum nach oben so. Deswegen sind wir dann höher gegangen und dann war auf jeden Fall nichts mehr mit keine Optics oder so. Das war gar nicht so. Also ich lag dann da auf meinem Bett, hab in die Gegend geglotzt und hab, also es war wirklich eigentlich die perfekte Beschreibung dafür, ist wie Ketamin und LSD gemischt. Also von den Optics her, sag ich mal, eher so fraktale und bunte Sachen, aber halt alles in so einer extrem dunklen Grundstimmung, so, weißt du? Und teilweise auch einfach so richtig paranoide Sachen, so, weißt du, so, dass ich hatte so einen Feuermelder in meinem Zimmer und der hat sich die ganze Zeit in eine Kamera verwandelt, die mich gefilmt hat, so, weißt du, da war wirklich eine Kamera an meiner Decke, so, irgendwann hat sich das auch in so einen Arm verwandelt, der eine Knarre auf mich gezielt hat, so, aber ich war so weggetreten, mir war das dann irgendwie alles egal, ich bin richtig in meinem Turn versunken und irgendwann, ich fand's irgendwann einfach nur noch geil, weil ich dachte mir so, ja, ich bin irgendwie voll drauf, so, und ich konnte es tatsächlich irgendwie genießen, so, es war wie so ein, ja, wie einfach mal wieder so richtig zu trippen, so, weißt du, ich lag dann irgendwann so da und ich hatte das Gefühl, dass ich so im Internet der Zukunft rumsurfe und so, also so richtig verrückte Sachen einfach, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich mit irgendwelchen Puppen so irgendwas nachspiele, so, die aber gar nicht da waren natürlich, so, die ich auch nicht gesehen habe, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, so, dass ich das gerade mache, so, ich weiß auch nicht, und irgendwann kamen die auch in mein, also die kommen ja dann regelmäßig ins Zimmer, man ist ja alleine im Zimmer, in seinem Bett, um zu checken, so, wie geht's dir und so, und irgendwann haben die mich dann voll gelabert und ich meinte dann einfach so zu denen so auf Deutsch halt, ne, weil ich konnte kein Englisch mehr sprechen. Ich meinte so, ey Leute, ich kann kein Englisch, gerade, so, geht weg, was wollt ihr von mir, so, ich kann nicht mit euch reden, so. Und ja, es war relativ crazy alles und dann am nächsten Tag, also eigentlich, worum es mir eigentlich ging, war, es gibt wohl einen Effekt von Ibogain, der aber auch nicht bei jedem auftritt. Und zwar, wenn du die Augen schließt, dann hast du solche, wie so eine Art Filmsequenzen, die wohl keinen Sound haben, sondern die du einfach nur siehst. Und das sind wirklich so Sachen aus deinem Leben, wie so Träume, aber etwas realer so. Und da erfährst du dann irgendwie wirklich was über dich. Und ich hatte das halt gar nicht und ich wollte das unbedingt haben. Deswegen habe ich dann auch am Ende diese riesige Dosis gehabt. Und da war eine Frau mit mir, die gar nicht süchtig war, sondern deren Sohn vorher dort war, weil der heroinabhängig war und das gemacht hat. Und sie wollte das dann auch mal ausprobieren. Und sie hatte wohl voll diese Frequenzen, diese Sequenzen hat sie voll gesehen und so. Und das hat alles voll Sinn gemacht für sie. Und bei mir war es einfach nur abgefuckt. So. Und,
Und dann habe ich so daraus geschlossen, so für mich so, okay, anscheinend gibt es bei meiner Sucht nichts zu verstehen, sondern es ist einfach nur abgefuckt und es muss aufhören. So, weißt du, das war so mein... Ach okay, aber den Erlebnis. Schluss hast du dann gezogen. Ah, okay, cool. Ja, es war dann irgendwann am nächsten Tag, 7 Uhr morgens, und die kam in mein Zimmer rein und ich kam so langsam wieder klar, konnte aber immer noch nicht vernünftig laufen oder hatte auch immer noch Optik so, aber ich war nicht mehr so komplett weg so. Und die meinten dann, ja, es ist 7 Uhr morgens, komm mal langsam klar. Und es war dann Mittwoch und dann ging halt das eigentliche Retreat-Programm los. Und du musst dir vorstellen, ich hatte halt gar nicht geschlafen. Ich war halt einfach nur im Arsch. Mhm. Und dann wollten die mir da irgendwie Meditation beibringen. Und ich dachte mir so, Jungs, das wird hier nichts. Also ich bin komplett am Ende. Und dann war halt so wieder Abend irgendwann, zum Glück. Also mir ging es halt am Mittwoch noch relativ okay, weil ich halt noch drauf war einfach, weißt du? Und dann konnte ich aber überhaupt nicht pennen die Nacht, was irgendwie auch normal ist, dass man dann erstmal nicht pennen kann von diesem Abbauprodukt von Ibogain, was ja, dazu komme ich gleich noch, Noribogain ist, was auch viel von dem Effekt ausmacht. Und das ging so weit, dass, also ich konnte irgendwann einfach nicht mehr, ich konnte nicht pennen und ich war so im Arsch und dann hat er mir halt irgendwie ein bisschen Valium gegeben, damit ich halt wenigstens ein paar Stunden pennen konnte. Und dann bin ich irgendwie, ich habe 2-3 Stunden gepennt, bin aufgewacht, Donnerstag, ich habe in den Spiegel geguckt. Ich schwör's dir, ich sah noch nie nach keinem Clubbesuch so kaputt aus. Ich war so im Arsch, wirklich so ultra tief Augenringe und zu nichts zu gebrauchen und auch einfach super schlecht gelaunt. Und dann war ich da, weißt du, ich will jetzt gar nicht anfangen, irgendwie da dieses Programm, was die da haben, irgendwie so in zu liegen. So. Aber es war halt, für mich war es halt einfach zu viel und sie meinten halt auch vorher zu mir, es ist wirklich anscheinend so, je jünger man ist, desto mehr macht einen Ibogain fertig, so. Und ja, du hast ja auch nochmal das Doppelte genommen von dem, was die normalerweise rausgeben, ne? Naja, also seine Aussage war von dem Leiter von der Einrichtung war, wir geben dir so viel, wie du brauchst. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr, dann kriegst du auch mehr. So. Alter. Also es gibt wohl eine Grenze und da war ja auch ein Arzt und so und das scheint schon alles so im Rahmen gewesen zu sein. Aber es geht wohl darum, dass jeder halt irgendwie das Erlebnis da mitnimmt, was er halt braucht, um halt clean zu werden. So. Und ja, ich muss sagen, die nächsten Tage waren für mich extrem anstrengend. Ich war dann auch, muss ich auch sagen, ich war dann auch ein bisschen psychotisch unterwegs so. Ich habe irgendwie so komische Bewegungen gemacht und so. Und ich habe dann irgendwann so ein Antipsychotikum von denen bekommen, weil die das ein bisschen weird fanden so, was ich da so gemacht habe so. Und es kann aber wohl auch alles sein. Also ja, es ist halt einfach ein richtig heftiger Trip gewesen so. Und ich habe dann von Donnerstag auf Freitag habe ich dann endlich wieder richtig geschlafen, konnte dann Freitag einigermaßen das Programm da noch mitmachen. Und bin dann Samstag wieder nach Hause gefahren. Man hatte da auch die ganze Zeit sein Handy nicht. Die Angehörigen durften einem da Briefe hinschreiben, so an die E-Mail-Adresse von dieser Einrichtung da. Und es wurde einem dann ausgedruckt und hingelegt. Es hat mich extrem berührt, dass ich da von mehreren Leuten, auch von Freunden von mir, Briefe bekommen habe und so. Das war sehr schön. Und ja, ich war dann aber auch auf jeden Fall extrem froh, als ich wieder nach Hause konnte, weil es einfach so super anstrengend war. Und ich wollte jetzt was sagen zu Noribogain. Also es ist so, Ibogain wird zu Noribogain umgewandelt. Das ist ein Metabolit von Ibogain und der hat eine Halbwertszeit von 3-4 Monaten. Das heißt, das ist einfach extrem lange in deinem System. Und das dockt eben an die Serotonin- und Dopaminrezeptoren an und führt eben dazu. Also genau, es ist eben ein Mehrkomponentensystem, diese Ibogain-Entzugsgeschichte. Und zwar, es besteht eben einmal aus diesem, sag ich mal, psychotherapeutischen Effekt, der entweder eintreten kann, wenn du da diese Frequenzen hast, oder der vielleicht auch eintritt. Also für mich war es auch einfach so, weißt du, es ist ja auch immer so ein Ding, du begibst dich auf eine Reise für deine Genesung. So, du beschließt, ich will jetzt genesen und dafür nimmst du etwas auf dich. Und das ist ja, kann ja auch so ein Trip sein, der jetzt an sich einfach gar nicht schön ist oder dir irgendwas sagt, aber du bist halt bereit, was zu investieren für deine Genesung. So. Ja, du bist nach Portugal gefahren, Alter. Geflogen, ja. Ja, geflogen, also, ja. Ja, genau. Und
erfahren, das wäre echt heftig gewesen. Auf jeden Fall, du bist durch halb Europa, hast du dich bewegt, um das anzugehen. Und das zeigt ja, dass du es ernst meinst, Alter. Genau. Ein Aspekt ist eben auch, dass du deine Entzugserscheinungen, wenn du welche hast, die körperlichen sofort loswerden kannst. Und der letzte Aspekt und für mich irgendwo auch mit der wichtigste, ist halt eben dieses Noribugain, was dafür sorgt, dass du einfach so eine gewisse Zeit hast, wo einfach dein Suchtdruck wesentlich geringer ist. Und das kann eben reichen, um quasi so verhaltenstherapeutisch so weit aus deiner Sucht rauszukommen, dass du dann dich daran gewöhnst, irgendwie ohne Drogen klarzukommen. Weil es ist eben so, also ich habe das voll gemerkt, du hast so eine gewisse Grundzufriedenheit einfach. Böse Zungen könnten sagen, es ist auch einfach nur eine Droge, auf der man dann sich befindet, so, weißt du? Vier Monate lang so. Richtig, genau. Also man merkt das schon. Und was ich vor allen Dingen auch gemerkt habe, meine Rückenschmerzen waren einfach weg. Die waren einfach nicht mehr da. So, also richtig crazy. So von einem Tag auf den anderen. Ich saß im Flieger zurück und ich konnte es einfach überhaupt nicht fassen, dass ich einfach da gerade sitze, weil der Hündenflug war so scheiße einfach. So, das hat gar keinen Spaß gemacht, da in diesem Billigflieger zu sitzen. 3,5 Stunden dauert es ja schon nach Portugal und und der Rückflug war eben so schön. Ich habe so ein Buch gehört da, das heißt im Grunde gut, da geht's so darum, dass die Menschheit eigentlich, ja, dass wir eigentlich alle dazu gemacht sind, gut zu sein zueinander, und ich habe mich so erfüllt gefühlt. Ich dachte so, ich habe mich so connected gefühlt zu allem so, und ich dachte so, Alter, geil, das ist es jetzt so. Hammer. Und ja, und das hielt dann erstmal so an. Also ich muss sagen, meine Rückenschmerzen sind seitdem auch nachhaltig besser geworden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man kann ja so Schmerzen haben, die eine Ursache haben, und dann kann man ja psychosomatische Schmerzen haben, die auch dadurch entstehen können, dass du halt Angst davor hast, zum Beispiel Schmerzen zu haben, oder dass du ein Schmerzgedächtnis hast oder so. Und wenn das halt, glaube ich, mal für eine Zeit lang ausgelöscht ist, dann kann es, glaube ich, nachhaltig einfach dann weg sein. So. Und das ist irgendwie so ein bisschen passiert. Und ja, genau, was natürlich jetzt, glaube ich, am Ende sich der ein oder andere Hörer hier fragen wird, hat's dir was gebracht? Was hat's dir gebracht? Bist du clean geblieben? Hast du es geschafft? Und da muss ich ganz klar ehrlich antworten, nein, bin ich nicht. Und das hat auch einen Grund. Und zwar, ich habe... Die 4 Monate waren rum. Nicht mal das, sondern ich habe einfach schon vorher einen dummen Fehler gemacht. So, ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, und ich habe einfach, ja, ich hatte nicht vollständig kapituliert vor meiner Sucht. Ich habe einfach gesagt, okay, dann trinken wir jetzt hier irgendwie was zusammen. Also ich wollte eigentlich erst gar nicht, und er hat dann aber 2 Nächte hier übernachtet, und am zweiten Tag war das dann so, ja komm, dann trinke ich einen Radler mit und so, und am Ende saßen wir dann in irgendeiner Bar und so, und damit hat es eigentlich wieder so angefangen, und dann, ja, dann ging es halt wieder los. Und also ich glaube so, ich würde es am Ende trotzdem empfehlen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man am Ball bleibt. Also ich finde auch so diese ganzen Therapien und so stationären Therapien finde ich auch schwierig, weil man da eben komplett aus seinem Umfeld rausgezogen wird, und wenn man dann wieder in sein Umfeld hineingegeben wird, dann hat man die Käseglocke weg. Richtig, genau. Da hat man genau dieselben Probleme wie vorher. Und genau, dann wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere fragen, wie geht's mir jetzt? Was ist passiert? Also das war ja im Sommer 2020, als ich dort war. Und ja, aktuell bin ich wieder seit 3 Monaten clean. Und das habe ich eben geschafft. Also es gab dann so eine Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, ich versuch's mal mit nur Kiffen und so, dann kann ich vielleicht meinen Suchtdruck unten halten und sowas. Mag für manche funktionieren, für mich auf jeden Fall nicht. Ich falle da immer wieder in mein altes Konsummuster zurück. Und ich bin dann letztendlich bei einer Selbsthilfeorganisation gelandet, die namentlich nicht genannt werden will. Der eine oder andere kann sich vielleicht denken, um was es sich da handelt. Es gibt da gewisse Regeln, und die besagen eben, dass man gegenüber Rundfunk und Film anonym bleiben soll. Ach so. Und das ist eigentlich sehr gut so, dass es alles so passiert ist, wie es passiert ist, weil so eine Sucht
ist eben ein sehr vielschichtiges Ding und man sollte sich nicht schämen. Das möchte ich jedem da draußen sagen, der irgendwie da gerade am Struggeln ist und am Versuchen ist, da irgendwie rauszukommen. Man sollte sich nicht schämen, wenn man rückfällig wird. Man sollte sich gerade am Anfang auch die Möglichkeit für einen Rückfall offen lassen. Irgendwann, das ist aber auch wichtig, sollte man versuchen, eben nicht mehr rückfällig zu werden, weil jeder Rückfall könnte der letzte sein, weil Sucht ist eben eine sehr perfide Krankheit, die immer wieder versucht, dich zu überlisten und dich komplett in dein altes Konsummuster zurückzuholen. Und es kann eben sein, dass du einfach komplett die Abstinenzabsicht verlierst und einfach wieder dich deinem Konsum hingibst, so wie das bei mir zum Beispiel der Fall war, weil ich nach dieser Ibogain-Geschichte, da ich habe eben wieder angefangen zu kiffen und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich auch mal wieder Ketamin gespritzt habe und dann wirklich der Meinung war, das ist jetzt kein Rückfall, sondern ich brauche einfach ab und zu einen guten Rausch. Ich brauche einfach ab und zu nur einen guten Rausch und dann ist alles okay. So, das war meine legitime Meinung und das ist eben so krass, wenn man sich das so aus der Retrospektive anschaut, dass man ja wieder komplett alles vergisst, wofür man gekämpft hat und wieder komplett am Anfang ist und es nicht mal merkt in dem Moment. Und ich bin dankbar dafür, dass das alles so gekommen ist und dass ich alle Wege mal ausprobiert habe, weil ich glaube, sonst hätte ich auch meine Probleme mit dieser nicht genannten Selbsthilfeorganisation, weil man muss es eben, gerade wenn man da hingeht und nicht wie in so einem Therapieklinik-Kontext gezwungen ist, die Sachen zu machen, muss man es eben wirklich wollen und das kannst du halt keinem eintrichtern, so, weißt du, du musst da selber deine Erfahrungen machen und auf die Schnauze fallen, damit du es eben kapierst und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, ich hab's jetzt kapiert, ich weiß es nicht, 3 Monate sind überhaupt nichts, das ist sowieso klar, nur für heute, wie man so schön sagt. Und, okay, alles klar. Alles klar. Aber ganz ehrlich, ich find's gut, ich find's total krass, wie reflektiert du bist. Gut, du bist eh jemand, der sich mit Sachen beschäftigt, durch die Therapie und durch die Selbsthilfegruppe wirst du wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen mehr am Start sein. Auf jeden Fall von mir an der Stelle mal ein riesiges Lob, wie reflektiert du an die ganze Nummer rangehst. Da kannst du schon sehr stolz auf dich sein, welche Fortschritte du da gemacht hast. Echt krass. Vielen, vielen Dank. Überkrass, Alter. Also ich habe zwischendurch habe ich ein paar Mal gedacht, bin ich jetzt Gast hier in dem Podcast? Du hast halt, Digga, du hast die Fragen selber gestellt teilweise, die ich stellen wollte. Aber alles easy, so, das passt schon. Habe ich mich mal eine Stunde zurückgelehnt. Oh, okay. Na, was ist denn dein Plan? Also, was ist denn dein Plan für die nächsten, was weiß ich, 1-2 Jahre? Wo siehst du dich da? Also natürlich in allererster Linie erstmal clean bleiben, das ist die Foundation für alles. So, aber ansonsten, ja, ich würde gern meine Musik weiter vorantreiben und aktuell kann ich ja kurz auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Also die Musik, die ich gerade mache, dreht sich eben auch viel um das Thema Sucht. Das ist deutschsprachige, ja, es ist ja Rap, Pop, was weiß ich was, so in dem Bereich angeordnet. Und eben verarbeiten und so und dann gucke ich mal. Also ich meine, irgendwoher muss das Geld halt kommen so und ich werde mich jetzt nicht blauäugig da in irgendwas reinstürzen so, sondern vielleicht auch gucken, dass ich das mit dem Programmieren nochmal versuche oder so. Aber mainly habe ich Bock auf Musik und eben auch auf Medien machen. So. Also sowas wie jetzt, das macht mir mega Freude und ich bin da jetzt demnächst auch zu einem anderen Podcast eingeladen, hier auch aus diesem Drogenuniversum. Freue ich mich drauf. Cool. Dann wünsche ich dir, dass du dort weiterhin sehr viel Spaß hast in dem ist das Drogen- und Aufklärungsuniversum oder gibt ja viele verschiedene Arten von Podcasts, von Instagram-Seiten, die so im letzten Jahr entstanden sind. Na, viele kann es ja vielleicht sagen mit einem kleinen Shoutout. Also es ist der Sehnsüchtig-Podcast. Ah, alles klar. Liebe Grüße, Schmörri. Ja, da sehr gerne, da sehr, sehr gerne. Ach, die ist richtig cool. Da viel Spaß wünsche ich dir, euch dort beiden. Und zum Ende hin würde ich
dich bitten, der Community noch mal einen Tipp mit auf den Weg zu geben, auch wenn du gar keinen von denen kennst, aber die sind halt so durch alle gesellschaftlichen Strukturen angeordnet, Konsumenten, Nicht-Konsumenten, alles mit dabei. Aus deiner Erfahrung heraus gerne einen Tipp. Okay, ich muss ganz kurz überlegen, ja, damit ich hier was Substanzielles auflage. Free Nelson Mandela! Nein, Spaß! I have a dream. Ja, genau. Ja, also ich glaube, dass das Wichtigste, was ich einfach nur sagen kann, ist: Schämt euch nicht dafür, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ein Problem haben könntet. Versucht darüber zu reden, versucht auch eure Angehörigen mit ins Boot zu holen, weil meiner Meinung nach gibt es gewisse persönliche Dispositionen, die eben unweigerlich dazu führen, dass man suchtkrank wird oder dass man das vielleicht auch so ist, dass man diese Krankheit schon von Kindheitsbeinen an mit sich rumschleppt, nur dass die halt noch nicht ausgebrochen ist. Deswegen schämt euch nicht dafür. Es ist keine Charakterschwäche, es ist eine Krankheit, die ihr habt, und wenn ihr merkt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Probleme bekommen könntet, dann geht einfach auf die Leute zu, die euch lieben, die euch vertrauen, denen ihr vertraut, und redet mit denen, weil es kann eigentlich nur besser werden. Boom, genau. Kommunikation ist am Ende immer der Schlüssel. Mit diesen Worten möchte ich uns verabschieden. Ihr Lieben, ist eine etwas längere Episode geworden, aber ich glaube, ihr habt eine Menge mitbekommen. Ja, super, super gern. Ey, Finn, für dich nur das Beste für die Zukunft. Halt die Ohren steif. Wenn irgendwas sein sollte, kannst du gerne jederzeit schreiben. Und euch da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.